Es gibt viele, die das machen, viele, die es auch ausprobieren. Und das ist, denke ich, auch verlockend, ne? ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Bei mir war das so, dass ich das Budget nicht immer so einhalten konnte. Und das ist ja schon Suchtpotenzial beim Sportwetten. Und irgendwann hat das Ausmaße genommen, wo ich gesagt habe, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Man macht keine Werbung für Zigaretten oder sowas, oder dass es eine Sucht ist. Genauso ist Spielsucht eine Sucht. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das überall in der Bundesliga, ich glaube, Werder hat Neobet als Sponsor oder so, Bayern bei Tipico und die Tipico-Halbzeitanalyse, wie sie heißt bei Sky, weiß ich, gibt es nicht andere Sponsor? Ich war völlig verzweifelt. Die Schulden sind mir über den Kopf gewachsen. Ständig Druck von Gläubigern, um Lücken zu stopfen. Ich war in einem katastrophalen körperlichen Zustand. Schnell erschöpft, weil ich keinen Sport getrieben habe. Und gedanklich unter Vollstress aus dieser Situation überhaupt herauszukommen. Und es gab Gedanken bei mir, dass ich dem Ganzen auch ein Ende setze, um dieser riesigen Drucksituation zu entfliehen. Diese Dimension überhaupt erstmal zu begreifen, das ist ein Prozess, der auch Kraft kostet, der echt Energie benötigt. Alte, tiefe Wunden werden wieder aufgerissen. Der Tod seines Großvaters. Es war eine Traumaerfahrung in der Kindheit, die auch heute noch so wehtut und mich letztlich in diese Krankheit geführt hat. Heute noch brutal wehtut.